Alter, das ist ja mal hochbrisant hier. Ach du Scheiße. Random Kai, was stimmt nicht mit dir? Reaktion auf Alpha Kevin. Ich wusste auch nicht bis eben gerade, dass Alpha Kevin ein Video dazu gemacht hat, zu der Thematik, weil es halt so unnötig wirkt einfach. Aber gut, anscheinend hat Alpha Kevin das aufgegriffen. Ja gut, Nintendo auch echt, ne, so eine große Größe, kann man so sagen, keine Ahnung. Interessiert mich. Ich würde es mir so oder so auch Off-Cam reinziehen. Ich bin jetzt nicht auf Fitner aus und will jetzt zwangsweise hier deswegen Aufmerksamkeit, keine Ahnung. Aber es interessiert mich einfach wie Sau. So, deswegen, da wird jetzt mal reingeschaut. Da wird jetzt mal reingeschaut, würde ich sagen. Wir gucken es vielleicht noch nicht ganz. Aber ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Es ist untypisch, dass Domi sich zu so einer Sache äußert oder generell das so auf seinem Hauptkanal thematisiert. Er hat natürlich Tweets dazu gemacht und in Beefs und sowas war er schon öfter auf Twitter und sowas involviert und hält da auch nicht zurück und so. Aber dazu ein Video auf dem Hauptkanal zu machen, finde ich schon interessant. Aber wir schauen mal, ne? Moin Leute und willkommen zu diesem Reaktionsvideo. Ja, ich weiß, die entspannte TOTK-Musik dazu. Sehr gut. Es gibt nicht viele von mir, aber ich glaube, bei der Thematik ist es dann doch auch mal angebracht. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, es geht um Random Kai. Ein Nintendo-YouTuber, der ebenfalls seit mehr als 10 Jahren aktiv ist und von so gut wie jedem kritisiert und geächtet wird. Dieses Intro. An der Stelle, keine Grüße gehen raus an Random Kai. Weil so, er gegen alles und jeden schießt. So auch dieses Mal, denn er hat einen Clip von mir aus dem Kontext gerissen und daraus ein sehr überzogenes und inszeniertes Hate-Video gemacht. Digga. Konkret geht es um meinen dritten GTA 5 Stream, in dem, und sorry, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, haben wir in dem Moment nach 3 von 5 Stunden mit Franklin gespielt. Franklin ist ein People of. Wir machen ein bisschen die Geschwindigkeit hoch, ne? Auf 1,25, damit es vielleicht ein Ticken schneller vorangeht. So, ich denke, das ist. Wenn ihr meine Sprechgeschwindigkeit gewohnt seid, dann checkt ihr das auch, okay? Color. Und wir waren gerade dabei an. Also genau, Franklin ist eine schwarze Person, ja? Ein schwarzer Charakter aus GTA und den hat er in dem Moment gespielt, ja. Autos zu klauen wurden dabei von einem NPC als N-Wort beleidigt. Also eine rassistische Beleidigung. Ich war daraufhin ziemlich verdutzt und habe mich gefragt, hat er mich gerade wirklich N-Wort genannt? Weil ich es bis dato nur als Scherz und im Slang gehört habe. So wie es ja auch tatsächlich in der Realität, vor allem in den USA, gemacht wird. Weil man muss ja dazu wissen, das N-Wort steht für jahrhundertelange Unterdrückung und Versklavung von diesen Leuten, von Weißen. Und es ist so, dass People of Color es heutzutage versuchen umzudrehen, indem sie das Wort benutzen und für sich nutzen, so. Ist ja kein Geheimnis so, ne? Aber das ist gut, dass es trotzdem nochmal grob erklärt, einfach so. Ja, aber er wird ja gleich erklären, was das Problem wahrscheinlich bei der Sache war. Und das passiert im Spiel auch ständig. Ne? Ich denke, jeder kennt GTA, aber es ist halt ein Spiel, was ja Satire ist und polarisieren möchte. Aber das war bis dato wirklich das nicht gegeben, dass es als Beleidigung benutzt wurde. Das war zum ersten Mal während dieser Szene der Fall und deswegen war ich so verwundert. Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe, wie gesagt, GTA nie gespielt. Und dass das N-Wort quasi so unter Schwarzen halt als Bro-Wort benutzt wird, auf blöd gesagt so, ne? Das ist jetzt logisch irgendwie, also das hab ich jetzt nicht überrascht. Aber dass es im rassistischen Kontext benutzt wird, so, also wirklich als Beleidigung, hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich meine, GTA, ne, schlägt über viele Stränge und sowas, mir schon klar. Aber das fand ich auch krass irgendwie. Aber ja, gut, deswegen hat er halt auch, also Tommy war davon halt auch verdutzt auf jeden Fall, so, ne? Das jetzt hier echt als Beleidigung benutzt? Deswegen die Frage von mir. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, das sieht man natürlich nicht in dem aus dem Kontext gerissenen Clip. Ich habe daraufhin sofort Partei für Franklin ergriffen, nachdem ich mich gefragt habe, ob ich wirklich so beleidigt wurde, das Auto benutzt und den Typen überfahren. Ja, komm. So, damals der GTA-Moment, das wusste ich gar nicht mehr. Ich wusste nur, dass er quasi danach noch halt noch was dazu gesagt hat und es nicht einfach so stehen gelassen hat, dass er dieses Wort ausgesprochen hat. Nochmal, in einem Kontext, er hat quasi nur wiederholt, hat er mich gerade und hat das Wort dann ausgesprochen genannt, ne? So lächerlich, als ob er selbst auf dieses Wort gekommen wäre, so. Das ist ein Spiel. Aber auf jeden Fall habe ich ihm gerecht. Sieht man aber natürlich nicht in dem Clip und wird auch nicht in dem Video erwähnt. Der liebe Alpha Kevin hat dazu ein objektives Aufarbeitungsvideo gemacht, worauf... Es geht komplett darum, in dem Alpha Kevin Video. Hab in GTA immer Fahrradfahrer überfahren. Ja, meine, GTA ist woanders einfach, ne? Ich habe, wie gesagt, damit nie was am Hut gehabt. Ich finde es irgendwie so... Keine Ahnung, das ist ein bisschen so den Teufel in einem rausholen, ne, wenn man GTA spielt. Dass man einfach auf Zwang Leute erschießt und einfach, keine Ahnung, so Stripperinnen überfährt. So, ich habe irgendwie nie den Drang danach gehabt, so Chaos zu stiften und vor der Polizei zu flüchten. Mir gibt es irgendwie nichts, keine Ahnung. Wir jetzt. Ich bin nur im Real Life kriminell, wisst ihr? So, nein, aber ich weiß nicht, das hab ich nie so gebockt irgendwie. Einmal reagieren wollen. Ich habe zwar schon längst auf Twitter einmal dazu Stellung gezogen und jeder hat es verstanden, bis auf vielleicht 1%. Aber ich glaube, weil das ja auch
eine ziemlich krasse Sache ist, meiner Meinung nach, nutzen wir jetzt dieses Video, um einmal komplett darauf aufmerksam zu machen und auch aufzuzeigen, was Random Kai für eine problematische Person seit Jahren ist. Ist ironisch, dass das problematisch in dem Kontext genutzt wird, weil für Random Kai immer jede Person und alle, jede Aktion, die nicht nach 100% seiner politischen Meinung geht, problematisch ist. Wie sagt Shuyoka immer? Da gibt's auch dieses Meme von sehr beängstigend. Auf geht's. Boah, Leute, also was diesmal wieder los ist, ist wirklich richtig wild. Dom Tento, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Nintendo-YouTuber Deutschlands, steht momentan in der Kritik, aber gefühlt von nur einer Person. Und das alles, weil er die N-Bombe in einem 5-stündigen Stream gedroppt hat. Wichtig ist aber hierbei der Kontext und wieso dieser Shitstorm oder Skandal von einem YouTuber namens Random Kai nahezu provoziert wurde, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Denn das ist ziemlich unnötig gewesen und hier wurde wirklich aus einer Mücke ein riesiger Elefant gemacht. Ich habe auch selten so ein Sind die Quallen da hinten echt? Nein, oder? Sind die Quallen hier echt? Ich hab sowas noch nie gesehen. Quallen sind ja auch irgendwie komisch. Ganz, ganz anderes Thema gerade, aber sorry. Aber Quallen sind ja irgendwie auch keine. Also Quallen sind schon Lebewesen, aber die haben ja auch keine Organe und alles, ne? Nee, gibt's so Lampen. Es sieht ja voll echt aus, WTF. Pusch erlebt wie. Never sind die echt. Ich dachte auch gerade. Aber ich weiß halt nicht, ob's eine artgerechte Haltung für Quallen überhaupt gibt, so. Wahrscheinlich schon irgendwie, ne? Aber Quallen sind ja ganz, ganz weird. Die haben ja keine Organe und kein Gehirn und alles so. Deswegen könnte man vielleicht auch argumentieren, ja, die brauchen gar keinen Lebensraum. Denen reicht einfach Wasser zum Überleben, so. Aber ich habe keine Ahnung, Digga. Ich denke mal, das ist trotzdem nicht echt. Okay. Von den YouTube. Was Quallen züchten? Nee, lass mal nicht machen. Ich finde Quallen gruselig. Ich wurde von der Qualle gestochen. Die sind komisch, die Viecher. Und seine Argumentation war fast genauso billig wie die Produkte von Notebooks billiger. Dieses MacBook habe ich tatsächlich. Was für ein geiler Placement-Übergang. Placements skippt man übrigens nicht bei Reaktionen, liebe Kollegen. Deswegen lassen wir das laufen. Ich wurde knapp 3 Wochen bei Notebooks billiger gekauft. Und ich muss for real sagen, ich bin mega, mega zufrieden damit. Der Versand ist super schnell, die Produktpalette ist endlos lang. Notebooks billiger ist nämlich ein Versandhändler für sämtliche Elektronik. Ob das Smartphones sind, Tablets, ja. Notebooks, Smartwatches, Drucker, PC-Hardware und so weiter. Auf der Seite fehlt dir alles. Ich nicht. Danke, Alexa, für die Info. Das ist nicht Alexa, das war mein Handy gewesen. Egal. Ja. Gut, wissen wir Bescheid. Notebooks billiger, alles klar. Über Alpha Kevins Link, Dankeschön. Und keine Werbung. Und das zu einem vergleichsweise günstigeren Preis. Wenn ihr also jetzt noch ein Geschenk für Weihnachten sucht, dann schaut dort unbedingt vorbei. Noch ist es nicht zu spät, wenn ihr dieses Video hier sehen solltet. Viele Produkte sind außerdem derzeit im Angebot. Und bei den Last Xmas Deals findet ihr richtig gute Produkte für einen. Geh kurz ein Notebook kaufen. Bester Mann. Preis. Ob das ein Monitor oder eine Tastatur für Neffe, Kind oder auch Geschwister ist, ihr werdet da definitiv alle fündig. Da ich selbst seit Jahren Kunde bei Notebooks billiger bin, bin ich umso stolzer, ihn heute als meinen Partner vorzustellen. Außer Fahrt. Ich find's aber so witzig, wenn. Wenn Placements so bewusst schlecht, sag ich mal, eingeleitet werden, dass man so auf Zwang irgendeine Überleitung sucht und dann so von wegen, ja, die Argumentationsweise ist so billig, fast so billig wie die Notebooks, bei Notebooks billiger. Ich finde es halt so nice, wenn man es also absichtlich auf die Schippe nimmt und nicht versucht, da so einen ernsthaften Kontext herzustellen, dann wirkt das so weird, so. Lieber dann direkt einfach, ja, komm, Digga, ich muss halt hier Werbung machen, wie soll ich jetzt einen Übergang schaffen, so. Einfach ehrlich zu sein damit, dann ist es am lustigsten eigentlich. Aus Erfahrung kann ich euch wirklich nur ans Herz. Ja, ganz ehrlich, jeder hat es inzwischen akzeptiert, so YouTuber oder Content Creator müssen Placements machen oder können Placements machen und es gibt verdammt viel Kohle dafür. Wenn du halt deutlich früher von YouTube oder von dem ganzen Kram leben willst und nicht nur auf YouTube angewiesen sein willst, auf die Werbeeinnahmen, dann ist es halt sehr, sehr ratsam, Placements zu machen. Und deswegen finde ich es cool, dass Content Creator und auch die Zuschauer inzwischen das so akzeptieren und einfach so abnicken, auch wenn die sagen, ja, das ist jetzt ein Müllplacement, ich brauche das nicht so, aber trotzdem, ich gönne dir die Kohle einfach, ne? Das ist nice. Herz legen, checkt den Link in der Beschreibung ab, dort kommt ihr zu Notebooks billiger, dort könnt ihr euch hardwaretechnisch mega gut ausrüsten und das für ein wirklich extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und jetzt kommen wir rein mit dem gefühlt unnötigsten Skandal seit gefühlten Ewigkeiten. Aufmerksam, Alter, auf die Thematik. Ich dachte, ich habe auf 1,75 gestellt, aber der Bruder spricht ja wirklich so schnell. Alter. Bin ich geworden durch einen Tweet von dem YouTuber Random Kai. Dieser Digga, wie schlecht ist diese Qualität von dem Clip bitte eigentlich? Digga, ist das 2010 YouTube? Was ist denn da los? Dieser postete nämlich Folgendes. Dom Tento, zwischen Skill und Diskriminierung 1,52 Millionen. Diese Caption dazu, Alter, das ist doch wahnsinnig Abonnenten. Wirklich. Jüngeres Zielpublikum, also hohes Maß an Reichweitenverantwortung. Drop die N-Bombe live vor 2000 Zuschauern. Kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Ja, wie kann ich nur Franklin verteidigen? Oh mein Gott. Er bezog sich hierbei auf folgendem Clip, bei welchem Dom Tento die N-Bubble gedroppt hat. Keine Sorge, ich zensiere das Ganze. Hat er mich genannt? Genau, und mehr sieht man nicht. Man sieht nur noch kurz, wie ich losfahre. Aber wie gesagt, ich habe diesen Typen verfolgt und... Also, Dom Tento spielt GTA, bei welchem er den schwarzen Charakter Franklin spielt. Und dort wird er halt einfach von einem NPC N-Punkt genannt. Und Dom Tento stellt einfach nur die Frage, warum er von einem NPC hier N-Punkt genannt wurde. Also... Ich bin, by the way, auch ziemlich sicher, dass er das gesagt hat. Also, ich habe mir das wirklich auch mehrfach nochmal angehört. Es klingt auf jeden Fall so. So obvious, mit dem Unterton, dass... Ja, was sich das ausdenkt, so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das true ist, so, aber ich denke mal, also was sich das ausdenkt. Also zumindest wird das so aufgefasst haben und das ist doch...
dass man... Tut am Ende doch auch gar nichts zur Sache, meine Fresse. ...dieses Wort nicht verwenden sollte. Random Kai fand es aber so schlimm, dass Dom Tento als weißer Cis-Mann das N-Wort gesagt hat. Ja, dieses Cis, was macht dieses Cis da drin? Was hat seine Sexualität mit irgendwas zu tun? Das macht mich so wahnsinnig, dieses Thema, ne? Immer wenn das Wort Cis in irgendeinem Satz verwendet wird, um irgendjemand auseinanderzunehmen, weißt du, okay, ist vorbei, tschüss. Was hat meine Sexualität damit zu tun? Cis-Mann. Ich nehme nach weiterhin diesen Tweet hier. Vielleicht sollte man stattdessen... Wo ist der Unterschied zwischen Cis und Hetero nochmal? Gibt's da noch einen Unterschied? Ein paar Fenster auf Kipp machen und aufhören, die GameCube-Disklinse abzulutschen. Für alle weiteren weißen Cis-Männers, die in 2023 noch... Schon wieder, Digga. Was hat das mit irgendwas zu tun? Das hat nicht mal was damit zu tun, dass wir Männer sind. Das ist doch... Bro. ...nicht verstanden haben, warum man das Wort nicht... Er wirkt echt wie ein Troll einfach, aber er meint das ernst. Der meint das halt wirklich ernst. ...benutzen soll, I got you. Daraufhin erstellte Random Kai auf seinem YouTube-Kanal ein 10-minütiges Video nur über diese Thematik und... Das Uninformiertheit am Ende des Teasers hat er übrigens erst später hinzugefügt. Am Anfang stand da noch schön, Framend Diskriminierung. Läuft bei dir. Warum er das ich Verhalten wäre für Fis oder Dis oder einfach D-Dur einfach, ja genau. Und Dom Tento so extrem schrecklich findet. Ich meine, wie kann man auch nur in einem 5-stündigen Stream bei einem Roleplay einfach das N-Word droppen und das, egal in welchem Kontext das geschieht. Denn so wie es aussieht, ist weder Dom Tento noch die Like-Dislike-Rate auch, ne? Ich hab das Video auch gesehen, hab auch in die Kommentare, ich hab's mir nicht ganz angeguckt, ich konnte mir das nicht geben, aber ich hab in die Kommentare geguckt und alles, es ist halt, also, es ist ja, die eine Seite, es ist ja gut, wenn man sich Kritik nicht zu sehr, was heißt eine Kritik, also wenn man sich Hate und sowas nicht zu sehr zu Herzen nimmt und einfach auf das hört, was man selbst denkt und das, was man für richtig hält und sowas, ne, aber wenn, Bro, wenn 99% der Leute gegen dich sind und einfach meinen, Bro, was laberst du da für eine Scheiße, du übertreibst komplett, kommt man dann nicht mal vielleicht auf den Gedanken so, ey, vielleicht übertreibe ich gerade ein bisschen oder vielleicht soll ich das mal nicht so auf die Goldwaage legen, jedes einzelne Wort und vielleicht mal den Kontext beachten und einfach mal drüber hinwegsehen. Man muss es ja nicht mal cool finden. Was heißt cool finden? Man muss es ja nicht mal, weiß ich nicht, akzeptieren, aber dann, Bro, musst du jetzt ein 10-Minuten-Video dazu machen, was die ganze Thematik nur noch lächerlicher wirken lässt und das eigentlich der Thematik nichts gut tut. So, und das ist halt das Problem auch bei sowas, wenn man sowas so krass in die Öffentlichkeit zerrt und da so ein Fass aufmacht wegen so einer Kleinigkeit, dann ist richtige Diskriminierung hingegen einfach so, also dann nimmt man das ja auch nicht mehr ernst gefühlt. Versteht ihr, was ich meine? So, wenn das als Diskriminierung und harter Rassismus und Dom Tento der Rassist, wenn das so aufgefasst wird, dann zieht man dieses ganze Thema Rassismus voll ins Lächerliche. Und das ist es nicht. Versteht ihr, was ich meine? Eieieiei, es ist die Zeit der Empörten. Es ist jetzt wirklich auf den Tisch gehauen, Alter. Auch gewisse Teile seiner Community sensibilisiert genug für dieses Thema. Daher, I got you. Dafür bin ich ja da. So, und bevor seine Argumentation gleich beginnt, eine Sache vorab. Wir reden hier wirklich nur von einem Satz in einem 5-stündigen Stream, bei welchem Dom Tento dieser... Schrobi, danke schön für die 100 Bits. Schrobi spendet 100 Bits. Dankeschön. Random Guys Nachtrag hat 116 Likes und mein Kommentar hat 424 Likes. Der Flex. Außerdem ist Cis eine alternative Bezeichnung für das biologische Geschlecht. Cis-Mann heißt also, ach, ja, dass genau, man Cis, biologisch ja, genau, als Mann ja, genau, geboren ist und sich damit identifizieren kann. Sorry, das habe ich verwechselt. Ja, Cis ist nicht hetero, sondern, aber es wird, stimmt, es wird ja meistens in einem Satz, auch in einem Satzbau quasi genannt. Weißer, hetero, Cis-Mann, ja, genau. Das ist halt immer ganz wichtig, das alles zu erwähnen. Auch wenn es nur um ein Thema geht, ist es immer ganz wichtig, das Geschlecht zu erwähnen und auch die Sexualität zu erwähnen und auch die Hautfarbe zu erwähnen, weil es immer ganz, ganz wichtig ist. Ist es nicht irgendwie auch rassistisch? Das habe ich mich auch schon öfter gefragt. So. Ganz ehrlich, ist es nicht auch irgendwie rassistisch, wenn man sich immer darauf bezieht, dass das weiße Hetero-Cis-Männer ja eigentlich nichts sagen dürfen, weil das ist ja keine unterdrückte Minderheit so. Ist es nicht irgendwie auch schon wieder rassistisch, wenn man sich alles immer, wenn man sich immer darauf stürzt, dass das immer ein Argument ist? Versteht ihr, was ich meine? Eieiei. Kai legit die Bild der Nintendo-Szene. Ja, halt irgendwie alles irgendwie noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ach, keine Ahnung. Das ist einfach ein Müllthema. Ich beginne eine Sache vorab. Wir reden hier wirklich nur von einem Satz in einem 5-stündigen Stream, bei welchem Dom Tento diese eine Frage mit dem N-Wort gestellt hat. Nicht mal im bösen Sinne, sondern weil er scheinbar selbst weiß, dass man nicht so genannt werden sollte. Aber... Eben. Ich habe es auch bis dahin, also in Part 1 und 2, N-Wort genannt. Nur da, weil es halt in diesem negativen Beleidigungskontext gefallen ist und ich da auch wirklich überrascht war, habe ich es halt mal gesagt und ich sehe da auch ehrlich gesagt kein Problem, wenn man es halt in einem zitierenden Kontext und vor allem in einem verteidigenden Kontext verwendet. Weil ich meine, wo kommen wir da hin? Ja, das ist... Darf man jetzt auch nicht das andere N-Wort mehr sagen, womit wir Deutsche eine, ja, leider große Vergangenheit haben? Oder das Hakenkreuz? Dürfen das Lehrer nicht mehr hochhalten und den Schülern erklären, warum das scheiße ist? What the hell? Mal schauen, was... Ich kann mir gerade sogar noch vorstellen, weil Random Kai ja auch noch die Karte gezogen hat, oh, so viele junge Zuschauer, vor 2000 Leuten droppt er das. Ich glaube sogar, dass wenn er immer nur als
ich weiß nicht, ob das jetzt auch zieht so, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn er immer nur N-Wort sagt und sich nicht mal traut, es in dem rezitierenden Kontext, obwohl es als Beleidigung gemeint war, wiederzugeben, dass Leute teilweise überhaupt nicht checken, von was überhaupt die Rede ist. So. Und das ist doch, er hat es doch nur als Aufklärung. Ach mein Gott, ey, das ist echt schlimm. Das ist echt, echt schlimm. Random Kai daraus macht. Domtendo hatte gestern knapp 5 Stunden lang GTA 5 gespielt. Während des Streams hat er in einer gewissen Situation. Stimmt, eine Sache interessiert mich noch. Anscheinend hat er es im Nachhinein rausgeschnitten. Habe ich das richtig verstanden? Oder weil irgendwie der Stream wurde anscheinend im Nachhinein kürzer. So. Da bin ich aber noch nicht ganz sicher. Situation, in welchem er einem NPC ein Auto geklaut hat, folgendes gesagt. Der weiß es sogar alles. Also, zuerst mal finde ich das schon etwas dreist von ihm, sich einfach so, dass... Ja, das ist eh die Sache, ne? Also, man könnte jetzt höchstens... Also, das ist die Sache. Er hat anscheinend nur diesen Clip zugespielt bekommen. Also, Kai, ne? Hat nur diesen Clip gesehen und hat daraus dann ein ganzes Video gemacht. Anstatt mal irgendwie sich die Mühe zu machen, den Stream nachzuschauen, die Stelle nachzuschauen, auf 99% der Leute zu hören, die gesagt haben so, ey, aber Kontext, da kam danach noch was und sowas und, ne? Aber es reicht anscheinend, also die Info reicht anscheinend schon, um ein 10-minütiges Video mit Ansage und sowas zu machen, ohne mal ein bisschen vielleicht nachzuforschen, so ey, vielleicht ist es gar nicht so schlimm gewesen, wie es jetzt gerade in diesem 5-Sekunden-Clip wirkt. Weißt du, ich meine? Also zuerst mal finde ich das schon etwas dreist von ihm, sich einfach so das Recht rauszunehmen, einfach so dieses Wort zu droppen, Bruder. I mean einfach so. Joa, voll. Weil ich, aka Franklin, der, den wir gerade spielen, beleidigt wird, benutze ich es also einfach so. Alright, Bro. Ist ja nicht so, dass das N-Wort für mehr als 400 Jahre dafür genutzt worden ist, bis zum heutigen Tag, People of Color nicht nur zu diskriminieren, sondern sie komplett zu entmenschlichen. Da kommt ein Domtendo daher, mit über 1,52 Millionen Abonnenten. Und er haut einfach so dieses Wort raus, als, sorry, wenn ich das so... Warum kritisiert Random Kai GTA nicht? Good point, wann wird GTA gecancelt? Ich bin echt gespannt, wie GTA 6 sein wird. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da halt auch ordentlich gehatet wird, wenn es halt eben so... so unhinged und so straight ist wie die anderen GTAs. Wisst ihr, wie ich meine? Weil, wie gesagt, GTA ist ein hartes Spiel, ist eine harte Spieleserie so. Und, keine Ahnung. I don't know. Ich meine nur so, ne? Es gibt, wo war das? Was für ein Game war das? Das war bei Animal Crossing sogar, klar. Habe ich bei der Recherche für den Eisberg rausgefunden, dass sich bei Animal Crossing die Peter, also die, ne? Ich weiß gar nicht, wo was die Abkürzung von Peter ist, wofür nochmal? Ich weiß gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Aber jedenfalls die Peter, ne? Der Tierschutzbund, so. Dass sie quasi gegen Animal Crossing protestiert haben, weil da Bewohner gefangen gehalten werden können und weil da Fische gefangen werden und das Tierquälerei ist in einem Videospiel. Da hat sich die Peter drüber aufgeregt, hat richtig Randale gemacht so. Da denkst du da auch so, Digga, also Tierschutz sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ich bin selbst Vegetarier so, ne? Ich finde das selbst wichtig. Aber wie sehr kann man sich als Tierschutzorganisation so sehr zum Affen machen, dass man sowas verbieten will oder sich über sowas aufregt überhaupt, über sowas überhaupt nur Tweets macht? Scheißegal. Und da gibt es ernsthaft Leute, die dafür spenden, wo man erstmal denkt, ja, die Peter setzt sich ja gegen Massentierhaltung ein oder keine Ahnung, gegen, ne, einfach für gute Tierhaltung im Prinzip und vielleicht auch gegen ehrenlose Schlachtungen und alles Mögliche. Ich weiß gar nicht genau den Begriff dafür, es tut mir leid. Ist ja alles gute Sache und da verschwenden die ihre scheiß Spendengelder für so eine Kacke, um solche Kampagnen zu starten, um Animal Crossing zu canceln und dafür, weiß ich nicht, so eine riesen Aktion zu starten. Was soll das denn? Ja, sind die dumm? Genau, sind die dumm? Und ne, deswegen meine ich halt nur, ich bin mal gespannt, wie das bei GTA 6 laufen wird. Sagen muss, aber als People for the Ethical Treatment of Animals. Okay, dafür steht Peter anscheinend. Also für die ethische Behandlung von Tieren, genau. Informierter, Politikverdrossener, weißer, Cis-Mann. Wichtig nochmal. Was mal? Ja, egal, ich hab's schon oft genug gesagt, ne? Krasser Take, Bro. By the way, die Dislikes sprechen für sich. Die Kommentare sind noch wilder. Also es hat halt auch wirklich fast jeder verstanden eigentlich. Und das nochmal, ne, wie gesagt, man darf, also nur weil jemand die Mehrheit gegen sich hat, heißt es nicht, dass man richtig oder falsch liegt. So, ich habe damit selbst einiges an Erfahrungen gemacht, sondern ich habe auch oft viele Leute gegen mich gehabt. Ich muss nochmal den Count hier ausblenden, I'm sorry. So, ich habe oft auch schon einige Leute gegen mich gehabt, so, oder die Mehrheit gegen mich gehabt bei irgendwelchen Diskussionen und alles. Und ich glaube, dass es nicht einfach mit der Mehrheit automatisch getan hat. Es ist nicht, dass sie automatisch die Mehrheit recht hat. Und generell, manchmal gibt es einfach nicht richtig und falsch. Es sind einfach nur Meinungen so. Aber trotzdem, dass er nicht auf die Idee kommt, das vielleicht einzusehen, dass das ein Ticken übertrieben ist, was er da macht. Da so ein riesen Ansagevideo zu schwingen. Oder vielleicht auch einfach, vielleicht weiß er es auch komplett und denkt sich auch selbst teilweise, Digga, was mache ich hier eigentlich? Das ist so lächerlich. Aber ja, halt für Aufmerksamkeit, für irgendwie einen Schrei nach Aufmerksamkeit. Und der, keine Ahnung, schrubbt sich gerade einen drauf, dass sowohl Alpha Kevin als auch Domi gerade ein Video über ihn machen und der wieder ein bisschen relevant ist, ne? Es gibt nie schwarz-weiß. Ja, wie gesagt, bei vielen, gerade bei so Meinungen, gibt es eben nicht eine richtige Meinung und eine falsche Meinung so. Deswegen, man muss sich immer auf die Mehrheit hören. Es ist gut, so
standhaft zu bleiben und seine Meinung zu vertreten, auch wenn sie vielleicht unpopular ist. Aber trotzdem, wenn man halt nur noch Hate bekommt, auch Leute, die zu einem stehen und sagen so, Bro, komm, denk vielleicht nochmal drüber nach, so. Und dann immer noch keine Einsicht gezeigt wird, dann, ja, okay, dann sind die Leute auch einfach verloren irgendwie. Aber als uninformierter, politikverdrossener, weißer Cis-Mann. Wichtig nochmal zu betonen, dass Don Pinto ein weißer Cis-Mann ist, ja. So wie Random Kai offensichtlich. Genau, genau. Auch. Aber was ich nicht verstehe, ist Folgendes. Wenn man den Kontext der Aussage von Don Pinto betrachtet, dann wird doch hier komplett unnötigerweise ein Fass aufgemacht, oder? Ja, er hat das N-Wort reproduziert, das hätte man theoretisch nicht machen müssen. Aber er hat ja auch bewusst gefragt, ob ihn gerade der NPC N-Punkt genannt hat, weil er ja selber weiß, dass genau das halt nicht fit geht. Also, Don Pinto hat hierbei offensichtlich ja selbst das Bewusstsein, dass dieses Wort für Diskriminierung steht und man das deshalb nicht sagen sollte. So. Kelvin, weil du gesagt hast, es bringt ihm gar nichts. Es bringt ihm einen Ticken Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Selbst wenn das Video nur Dislikes bekommt und nur Hate-Kommentare, macht er trotzdem ein paar Euros damit. Ich weiß nicht, was ist mir auch scheißegal, was Kai verdient, sowas, ob der darauf angewiesen ist und so solche Aktionen nötig hat, um irgendwie nach Aufmerksamkeit zu geiern. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es ist mir auch egal, aber es bringt halt schon Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit, ne? Auch jede Aufmerksamkeit ist am Ende irgendwie gut. Gut, so. Und vielleicht hat man einfach Spaß daran, irgendwie, keine Ahnung, einfach, dass Leute über einen reden und sowas. Ich weiß nicht, ob man, aber es ist halt schon sehr, sehr verbittert und traurig irgendwie. Genau. Und jetzt nochmal, also weil es zum ersten Mal als Beleidigung gefallen ist, habe ich es halt auch gesagt. Und ich bin der Meinung, dass es keinen kompletten Verschluss dieses Wortes geben sollte, wenn man es gegen seinen ursprünglichen Verwendungszweck nutzt. Und das wurde hier getan. Als Verteidigung für Franklin. Plot-Twist übrigens auch, ne? Wenn man Schulbücher liest, gerade in Englisch, im Englischunterricht hatten wir das. Was war das für ein Buch? Boah, wir hatten in der 12. oder 13. Klasse auch irgendeine Schullektüre gelesen. Was war das denn? War bei To Kill a Mockingbird das auch? Wurde auch das N-Wort gedroppt? Halt auch mit ER als Beleidigung, als rassistische Beleidigung. Mockingbird, war es Mockingbird? Okay, gut. Ich weiß nicht mal ganz sicher, aber ich glaube in der 12. dann nochmal mit einem anderen Buch, weil Mockingbird hat mir in der 9. gelesen, soweit ich weiß. Ist auch egal. Auch da wird das Wort gedruckt, ja. Da wird das Wort in einem rassistischen Kontext von weißen Männern quasi ausgesprochen, so. Und als Beleidigung gegenüber ihren Sklaven verwendet, so, ja. Ich weiß nicht, ob es da noch um Sklaven ging, ehrlich gesagt. Von Mockingbird keine Ahnung mehr so richtig, ne. Aber ist auch egal, darum geht's nicht. Jedenfalls wird in einem rassistischen, abwertenden Kontext verwendet. Und will er das auch verbieten? Ist der Autor jetzt auch, soll man den Autor jetzt auch canceln oder soll das Buch nicht mehr gedruckt werden, so? Weil, Digga, versteht ihr, wo wir dabei rauskommen, so? Das hat irgendwie keinen Sinn. Diese ganze Thematik hat einfach keinen Sinn in dem Punkt. In dem aufklärenden Kontext oder in dem verteidigenden Kontext, weil, ne? Ach, Digga, komm, ich wiederhole mich hier die ganze Zeit. Das ist einfach so ein dummes Thema und jeder hat, wie Domi halt schon sagt, jeder hat das inzwischen geblickt, so. Jeder aus der Random Kai gefühlt. Hätte er vermutlich das Ganze auch nicht zitiert und das in eine Frage gestellt. Anstatt diesen Punkt einfach anzuerkennen und zu sagen, okay, yo, ich habe ein bisschen übertrieben, hat Random Kai einfach zwei Videos dazu gemacht, um sich darüber aufzuregen und darüber aufzuklären. Weil wäre er an diesem Thema sensibilisiert genug, hätte er 1000 andere Wörter nehmen können. Aber doch nicht die N-Bombe, Bruder. Ja, was soll er denn für ein Wort benutzen, wenn er es zitieren muss? Stellt euch vor, der NPC nennt Franklin das N-Wort. Und Domi fragt dann, hat er mich gerade schwarzer Sklave genannt? Ergibt Sinn auf jeden Fall. Nein, Digga, halt dein Maul. Natürlich hätte er dieses Wort nicht reproduzieren müssen und er hätte sich auch gar nicht erst die Frage stellen müssen. Aber come on, als ob dieses Wort in diesem Kontext auch nur ansatzweise diskriminierend gemeint war. Wir haben 2023. Das zweite Video, scroll in die Kommentare, vielleicht später. Und driftet langsam immer mehr Richtung rechts und solche Worte zu normalisieren. Bro, ganz kurz auch mal dazu, ne? Und in diesem Kontext auch nur ansatzweise diskriminierend gemeint war. Wir haben 2023. Das Land driftet langsam immer mehr Richtung rechts. Und solche Worte zu normalisieren, indem man die N-Bombe droppt, als fucking weiße Person. I'm sorry to tell you that. Ja, wie er ausrastet, Junge. Wir haben 2023. Aber Medienkompetenz und Aufgeklärtheit sehen irgendwo ein bisschen anders aus, Brudi. Digga, wie er ausrastet, was ist mit ihm? Normalisieren. Das sag ich mir auch so. Normalisieren. Bro, warst du vor 15, 20 Jahren mal im Internet? Ich nicht. Also ne, ich persönlich nicht. Ich bin erst 21 so. Aber guck mal in die Vergangenheit des Internets so. Und auch auf YouTube zum Beispiel, wie viel lockerer damals damit umgegangen wurde. Wie viel lockerer man alles droppen konnte. Überlegt euch mal, so, ich meine, Julians Blog zum Beispiel, ne?
Das ist im humoristischen Kontext jetzt, ne? Also, Julians Blog zum Beispiel wurde damals auch schon für seine Videos, hat ordentlich Shitstorm bekommen. So, und wurde immer wieder als Rassist beleidigt und, was heißt beleidigt, nicht als beleidigt, beleidigt so, wurde immer wieder als Rassist bezeichnet und hat 1000 Shitstorms gehabt und wurde angezeigt wegen Volksverhetzung, weil er irgendwie sich über den Holocaust lustig gemacht hat und sowas, ne? Also, der hat harten Shit gedroppt früher. Aber überlegt euch mal, wie viel mehr das heute wäre. Wenn ihr euch anguckt, was Julians Blog damals gemacht hat und womit er vor allem durchgekommen ist, so. Oder generell, was einfach so auch Mainstream-Streamer oder, keine Ahnung, alle möglichen Content-Creator damals gesagt haben für Dinge, die heute sowas von unter die Gürtellinie gehen und heute traut man sich sowas gar nicht mehr zu sagen. Was für wir normalisieren sowas? Das überhaupt nicht. Das ist das absolute Gegenteil ist der Fall. Ich weiß nicht, wie man so ein verzerrtes Bild von der Realität haben kann. Und ich sag nicht, dass das was Schlechtes ist, dass wir weniger rassistische Beleidigungen droppen oder irgendwelche Aussagen bringen, die halt heute gar nicht mehr in Ordnung sind. So. Zum Teil finde ich das gut, zum Teil finde ich, dass Cancel Culture auch ein bisschen gruselig ist, so. Dass sich Leute auch zu viel verbieten lassen. So, ich bin immer noch relativ frei Schnauze, würde ich sagen. Ich sage immer noch relativ das, was ich denke, so. Und filter mich nicht wirklich für YouTube oder für Streams und sowas, ne. Ich versuche das mir irgendwie beizubehalten. Und es ist auch manchmal schon angeeckt, auf jeden Fall. Mit so Dings halt viel weniger. Also mit Content auf Twitch oder YouTube viel, viel weniger. Wobei da auch immer wieder kommt, so, du fluchst so viel und sowas. Okay, gut. Ich glaube nicht, dass Fluchen einen schlechten Menschen ausmacht oder dass es ein schlechter Einfluss überhaupt ist auf eine jüngere Generation. Ich glaube viel eher, dass es dann, weiß ich nicht, irgendwelche Lebenseinstellungen sind oder so Dinge wie in Streams Alkohol zu trinken oder in Streams zu rauchen. Solche Dinge, glaube ich, sind viel eher ein Einfluss, als mal ein bisschen zu fluchen oder zu schimpfen und sowas, sich aufzuregen. Das ist, glaube ich, keine Ahnung, hat damit jetzt eher weniger zu tun. Mal ganz abgesehen von so Dingen wie Glücksspiel oder sowas, ne? Das davon mal ganz entfernt. Aber ich glaube dann, also ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich ein schlechter Einfluss bin, weil ich in meinen Streams fluche oder keine Ahnung, weil ich vielleicht manchmal noch, auch wenn ich es versuche zu verhindern, behindert zum Beispiel in einem falschen Kontext benutze oder halt einfach in einem beleidigenden Kontext. Aber das mache ich echt eigentlich gar nicht mehr oder beziehungsweise vor allem erst gar nicht in Videos so. Deswegen, ne, also ich glaube, das ist eher das, worauf es am Ende ankommt. Ja, Bro, Zweitklässler nenne ich heutzutage Hurensohn und sowas, ne. Ja, Zweitklässler beleidigen sich und sowas, ist mir schon klar. Und ich glaube auch, dass, aber ich weiß nicht, ob sich die letzten Jahre da so viel verändert hat, ob das durch YouTube so viel schlimmer geworden ist. Aber da auch wieder. Das ist auch, glaube ich, teilweise aber hauptsächlich eigentlich auch Aufgabe der Eltern, finde ich, dass die auch ein bisschen drüber zu schauen haben, was ihr achtjähriges Kind so im Internet treibt oder was es überhaupt im Internet verloren hat, so auf gut Deutsch. Ja, deswegen, ich sehe das jetzt nicht so ganz in meiner Verantwortung, wenn ich ehrlich bin, dass ich keine Schimpfwörter sagen darf, so. Come on, YouTube ist ab wie viel? Ja, ich muss jetzt nicht, okay, nee, komm, das passt schon. Ihr habt's verstanden, ne? Giga-Yikes an der Stelle. Oh, komm mal runter. Hol dir am besten einen Jasmin-Tee und entspann dich erstmal. Wie kann man eine Frage mit einem N-Wort so krass hypen, um ein Skandalthema gegenüber Dom Tento aufzumachen? Also, sorry, aber in diesem Kontext ist das wirklich übel belanglos. Ich meine, ja, man sollte das N-Wort nicht sagen, um Menschen zu Was hat Jasmin gesagt? Moment. So zu verpackt, dass die Beleidigung nicht wirklich als solche wahrgenommen wird. Und umso mehr extreme Meinungen es geäußert werden, desto akzeptierter werden rechtere, linkere Begriffe. Moment. Verstehe ich es gerade richtig? Warte kurz. Sorry, mein Kopf hängt gerade, es tut mir leid. Natürlich wurde die Beleidigung als solche wahrgenommen. Also, es wird so verpackt, Random Kai verpackt es gerade so, als ob die Beleidigung, das N-Wort von Domi, nicht als solche wahrgenommen wurde, sondern einfach als normal, also normalisiert. Okay, ja, dann ist es dann natürlich Schwachsinn und niemand normalisiert das. Also wirklich niemand akzeptiert das und toleriert, sagt so, klar kann man Schwarze als N-Wort beleidigen, so, natürlich, klar. Als weiße Person, klar, warum nicht? Nein. Darauf erstmal eine Runde Candy Crush, so schaut's aus. Jasmin-Tee, deswegen, darum ging es gerade, sorry. N-Wort so krass hypen, um ein Skandalthema gegenüber Dom Tento aufzumachen. Also, sorry, aber in diesem Kontext ist das wirklich übel belanglos. Ich meine, ja, man sollte das N-Wort nicht sagen, um Menschen zu diskriminieren oder fertig zu machen. Man sollte das Wort auch nicht normalisieren, weil das eben für die Unterdrückung steht. Aber Dom Tento hat das ja noch nicht mal in genau diesem Kontext getan. Hätte er jemanden die ganze Zeit mit dem N-Wort beleidigt, diskriminiert, dann hätte ich die Reaktion von Random Kai auch verstanden. Aber eben, und mal ganz nebenbei. Sollte man sich nicht einfach gegen Leute zusammentun, die es wirklich als Beleidigung heutzutage noch verwenden? Muss man jetzt noch Leute fertig machen, die sich für People of Color einsetzen? Genau, das meine ich. Das ist. Er macht dieses Movement. Was heißt Movement? Das ist nicht mal Movement, aber er macht es eigentlich eher noch. Er macht es noch schlimmer dadurch. Dass dadurch, weil 99% der Leute, die das sehen, denken sich, Digga, wie lächerlich ist das denn? Und nehmen vielleicht deswegen diese ganze Thematik um das N-Wort nicht mehr so ernst, was ein Problem ist, weil es gibt schon noch ein Problem damit, definitiv, aber das ist kein Problem. So,
Das ist nicht das Problem, auf was hier aufmerksam gemacht werden sollte. Digga, der hat, ich weiß nicht, wie viele Nachrichten der gekriegt hat oder wie oft er gepinkt wurde und sowas. Meistens halt als verteidigend, aber trotzdem wird er ja auch wahrscheinlich ein bisschen wütende DMs gehabt haben. So in Dommis Reichweite hast du sowas einfach. Natürlich ist der sehr ernst bei dem Thema, so klar. Für People of Color einsetzen? Digga. Und das kann mir auch keiner erzählen, dass Random Kai nicht den kompletten Clip gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher, weil ich währenddessen geschlafen habe, aber so circa um 10 Uhr müsste die neue Version des Streams online gewesen sein, weil ich. Sein Tweet ging deutlich früher online. Sorry, da ist meine Kamera davor. Er wusste ganz genau, was er da konstruiert. Wie gesagt, alle meine Streams. Ja, wie gesagt, halt auf Zwang, irgendwie auf Krawall gebürstet, um irgendwie, ja, ich brauch ein bisschen ein bisschen Drama in der Nintendo-Szene. Das ist so langweilig, krass, passiert nichts. Wir brauchen Beef. Ah, Domi hat aus Versehen, was heißt aus Versehen? Er hat in einem zitierenden Kontext nach 3,5 Stunden in einem GTA-Stream, wo die ganze Zeit das Wort gedroppt wird, das Wort auch mal ausgesprochen. Jetzt haben wir unsere Schlagzeile. Umschneide, also alle unnötigen. Ich würde ihm echt mal vorschlagen, vielleicht bei der Bild-Zeitung zu arbeiten. Ich glaube, das wäre was für ihn. Arschen raus, alle krass dummen Fails, damit die Leute, die sich das nachher angucken, ja, es ein bisschen einfacher haben. Und es schauen viele meine Streams nach. Ich weiß, deine nicht, Kai, aber ja. In der Situation war ja diese random Seitenhiebe, das ist so geil. Ich liebe sowas. Ja, gar nichts Problematisches dran. Ganz im Gegenteil. Domtento hat ja mit dieser Frage auch aufgezeigt, dass es nicht okay ist, so genannt zu werden. Und außerdem Absolut. Wäre es doch für Random Kai eher sinnvoller, gegen das Spiel zu ragen, weil die ja das N-Wort produzieren, anstatt gegen Domtento. Und ich will auch. Ja, ehrlich gesagt auch. Also, wie gesagt, ich verstehe, dass GTA eine Satire ist und alles überzogen darstellen muss, um zu polarisieren. Aber das hat mich schon auch sehr verwundert, dass man da tatzt. Dafür kenne ich GTA zu wenig. Ist es eine Satire? So? Kann man das so nennen wirklich? Also so, was ich von GTA kenne, ist natürlich also in dem Sinne Satire, so dass man es halt, aber die Satire ist ja dem Spieler selbst überlassen, würde ich sagen, dass man selbst alle möglichen Menschen abknallt und überfährt und sowas und ne, so viele Verbrechen wie möglich begeht. Ich glaube, das ist natürlich so, ja, okay, aber so das Grundprinzip, GTA ist komplett over the top, okay, dann übertreibt extrem. Ja, da kenne ich zu wenig von tatsächlich. Da kenne ich tatsächlich zu wenig von. Tatsächlich auch. Ich weiß nur, dass man die Möglichkeiten dazu hat, aber ich habe es, wie gesagt, selbst nie gespielt. So beleidigt wird. Aber okay, es passiert heutzutage leider immer noch und wahrscheinlich ist es deswegen auch im Game, um so ein bisschen drauf halt aufmerksam zu machen, dass es das heutzutage leider immer noch gibt. Ich hoffe. Aber Rockstar ist ja auch generell, hat Ulti letztens erst ein Video drüber gemacht, über Manhunt, das Videospiel. Das ist auch von Rockstar, also auch wie GTA, ne? Und da geht's halt, glaube ich, nur darum, Menschen so brutal wie möglich umzubringen. So, du bist quasi so ein Hitman und musst halt einfach nur irgendwelche Menschen, die dir aufgetragen werden, so brutal wie möglich umbringen. Das ist halt auch so, okay, Rockstar, alles klar. Also, warum musste das jetzt nochmal sein? So, ich glaube, die wollen es auch ein bisschen provozieren, ne? Die wollen es schon ein bisschen provozieren. Deswegen bin ich gespannt, was in GTA 6 kommen wird. Ja, keine Ahnung, ob das auch so. Weil, wie gesagt, GTA war nie mein Fall. Ich habe damit nie was am Hut gehabt. So. Ich wusste halt immer, man hat die ganzen Möglichkeiten, viele abgefuckte Dinge zu tun. Es gibt auch so eine Foltermission und so eine Scheiße. Deswegen das Spiel, ich glaube, GTA 5, glaube ich, sogar ab 18 war. Keine Ahnung. Bockprints in Theotika reichen mir. Genau, einfach ganz entspannt Zelda zocken. Kommen als Menschheit irgendwann an einen Punkt, wo so eine Scheiße nicht mehr passiert. Auf gar keinen Fall damit sagen, dass Domi ein Rassist oder sonst irgendwas ist, aber let me tell you, wenn du solche Begriffe benutzt, rausknallst. I don't know, man, aber dann musst du dich halt echt nicht wundern, wenn Leute wie ich Videos machen, um dein falsches Verhalten aufzuzeigen und dich mal ein bisschen mehr für Sensibilisierung wachzuklopfen. Like. Ja, dann guck mal in deine Kommentare oder auf deine Like-Dislike-Bar, Bro. Oder in Twitter. Achso, nee, da sperrst du ja jedes Mal die Antworten, damit man nicht mehr drauf antworten kann. Stimmt, inzwischen so bei Twitter, die seht ihr hier, dass es ein bisschen ausgegraut ist, die Antworten deaktiviert. Man kann also nicht mehr bei ihm kommentieren, so. Weil du komplett zerstört wirst. Oh, guck mal, nochmal so ein Tipp jetzt an Random Kai, ne? Wenn du doch schon. Lass mir mal ein bisschen was von jemandem erzählen, der ein bisschen mehr mit Thumbnails am Hut hat, ja? Wenn du doch schon so reißerische Titel und provozierende Inhalte produzierst, mit denen du so Schockmomente hervorrufen möchtest, dann mach doch nicht so ein Thumbnail. Ist doch scheiße. Das kriegt doch keiner. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie auf Reichweite oder Cloud aus bin. Nein. Weil das sind wir alle. Nein. Deine anderen Videos performen ja auch so gut. Und die Videos, wo du irgendwelchen Scheiß über andere Leute erzählst, die laufen nicht 10-mal besser. Nein. Eigentlich jemand verraten, warum diese, ich sage jetzt mal, extrem linken Leute so mega denglisch sprechen, like eine Shoyoka oder die Karte. Ich will nicht mal sagen, dass es links ist, so, weil das zieht links halt auch in den Dreck so. Also es zieht halt so eine linke Person einfach auch in den Dreck und politisch links sein generell. So. Das ist halt scheiße. Das ist einfach Müll, was der labert. Das tut mir leid. Um diese, ich sage jetzt mal, extrem linken Leute. Das ist halt so, man könnte es höchstens als überwoke bezeichnen oder sowas, aber das ist halt. Nee.
keine Ahnung. Wie gesagt, Leute, die sich wirklich aktiv für sowas einsetzen, fühlen sich halt komplett verarscht dadurch. Leute so mega denglisch sprechen, like eine Shoyoka oder Dekadent oder Random Kai, das wird mir mit der Zeit irgendwann auch too much. Okay, ich halte mein Maul, aber es wird einfach mit der Zeit zunehmend anstrengender. Ja gut, bin ich auch ein bisschen im Boot, ne? Ich rede ja auch sehr viel denglisch, aber stimmt schon. Also Kai kann man sich wirklich kaum geben. Wisst ihr, von wann das Bild ist? Das Bild ist von Utopia. War ich auch. Das ist gut, das hat er überall benutzt inzwischen danach, ne? Ich glaube, ich benutze es sogar als sein Profilbild und alles. Ja, ja. Sorry. Meine Meinung. Auch unabhängig vom Content, Bro. Schaut uns auch an den Fotografen übrigens. Schaut uns an Paul. Das waren sehr gute Bilder an dem Tag. Von dem ist auch das Bild, was da gerade zu sehen ist. Vic hat dann übrigens noch zu Random Kai gepostet, dass es ja nicht so gut geklappt hat, jemand wie Domtendo einfach zu canceln. Daraufhin entgegnete Random Kai wie folgt. Schöne Grüße an der Stelle an Vic. In dem Sinne, hau mal raus jetzt. Wie läuft denn das so im Internet mit linksgrün versifften politischen Content, neue Zuschauer zu bekommen und eine Großzahl an Klicks zu generieren? Hau mal raus, wie das so läuft. Okay. Digga, ich check das nicht mehr. Gamey aka Paul, genau der, genau der. Also, Vic hat einen Kanal mit über 1 Million Abos und einen Kanal mit über 2 Millionen Abos. Auf dem Vic-Kanal macht er, obwohl er gar keine Videos diesen Monat hochgeladen hat, über 1 Million Aufrufe. Sonst macht er auch durchschnittlich pro Video um die 100.000 Klicks. Kai macht mit knapp über 100.000 Abonnenten im jetzt kommt der Faktencheck. Durchschnitt gerade mal 1.000 Aufrufe. Also, der Front hat jetzt eher weniger gezogen, wenn ihr mich fragt. Domtendo verstand diesen Random Kai übrigens auch nicht und meldete sich dann auf Twitter wie folgt zu Wort. Der Typ ist so dumm, dass es wirklich nicht mein Wort ist zu fassen. Das war ich ja. Domi ist auf Twitter, ich glaube gerade, wenn man, bin immer noch verwirrt. Ich weiß bis heute nicht, was er meint. Ich war gerade auch richtig verwirrt davon. Ich habe echt nicht gecheckt, was er meint. Das meine ich halt, Domi ist auf Twitter so komplett unhinged. Einfach so auf YouTube merkt man das gar nicht so richtig, aber wenn man Domi ein bisschen auf Twitter oder auch auf Instagram so, aber gerade auf Twitter folgt, merkt man manchmal so, der nimmt kein Blatt vom Mund. Einfach so einen Tweet anfangen mit, der Typ ist so dumm. Das ist so geil. Das kann man auf YouTube überhaupt nicht vorstellen. Wisst ihr, wie ich meine? GTA 5 kennt wahrscheinlich jeder. Trotzdem, wir spielen hier Franklin. Er ist schwarz. Okay, ja, Franklin ist ein schwarzer Charakter in GTA 5. Und nu, legitimiert dich das jetzt dazu, das N-Wort zu droppen? Oder es zu verwenden in general? Junge, wie kann man so viel falsch verstehen? Vielleicht meinte er das deshalb, weil er als schwarzer Franklin mit dem N-Wort angesprochen wurde und er es deshalb komplett daneben fand und dann dadurch die Frage... Es dreht sich so im Kreis, das ist immer so anstrengend bei solchen Themen. Es dreht sich so im Kreis und im Nachhinein denkst du dir, Digga, was rede ich eigentlich seit fast 40 Minuten? Also Domtendo findet doch das N-Wort offensichtlich auch komplett daneben in der Situation. Im Spiel fällt das N-Wort... Twitter ist krasser als Lumatro. Ja, diese Bromance ist auch noch so schön. Domtendo findet doch das N-Wort offensichtlich auch komplett daneben in der Situation. Im Spiel fällt das N-Wort häufiger als alles andere. Weil ich gerade ein Auto klaue, hört es sich für mich so an, als werde ich, aka Franklin, als N beleidigt. Ach, jetzt nutzt du das N-Wort also doch nicht mehr? Nicht mal mehr als Zitat auf Twitter in deinem Tweet, ha? Doch, Brudi, wie gesagt, du kannst es ja gerne nachprüfen. In den ersten 2 Streams habe ich auch immer N-Wort gesagt. Hier habe ich es ausgesprochen, weil ich beleidigt wurde. Erstens, weil mich das überrascht hat, dass das im beleidigenden Kontext verwendet wurde. Und zweitens, weil ich der Meinung bin, dass es in diesem Fall dann doch zitiert werden sollte, um es umzudrehen, um sich dagegen zu stellen. Weil du, also jetzt, wenn wir das mal auf eine reale Situation beziehen, okay? Conny, danke schön für die 100 Bits, Meister. Spendet 100 Bits. Ich küsse dein Herz. Oder mein Highlight an Domi's Tweets. Als er dich einfach als Hurose betitelt hat, ganz simpel wegen Schamgebot. Haha. Ah, das muss ich kurz raussuchen. Moment bitte. Das. Hab ich das noch? Warte mal kurz, das ist noch online. Das ist echt, ja. Das ist echt. Dummer Bock, denn. Sie, hey, woher wusstest du, dass ich geistig behindert bin? Auch sie, SpongeBob. So dumm dieses Video, es ist so dumm. Da, als das Video entstanden ist, hatte er noch weniger Likes als mein Tweet, aber irgendwann hatte sein Tweet mehr Likes als mein Tweet. Ich wurde geratioed mit einem HS einfach. Da hat er mich auseinandergenommen. Gut. Erstmal Like da lassen. Okay, weiter geht's. 95.000 Views, Digga. Skullcrew damals war anders einfach. Irgendein Typ beleidigt einen Farbigen als N. Dann kann man doch ihn auf diese Weise zur Rede stellen. Alter, hast du ihn gerade wirklich als N beleidigt? Wo ist das Problem, Bruder? What the hell? Außerdem, du bist nicht Franklin, Bruder. I'm sorry to tell you that, aber nur weil du einen schwarzen Charakter spielst, der hier und da mal die N-Bombe droppt, legitimiert dich das nicht dazu, das Wort Red zu produzieren. Auch nicht als Zitat oder in irgendeinem anderen Kontext gemeint. Wie kommt die ganz entspannte Mario Odyssey Forstland-Musik dazu? Die so null dazu passt. Und Brudi, was geht? Und
Maxim, sehr schön. Schick mir vielleicht mal, wie gesagt, eine Preview rüber. Oder wenn du es schon hochlädst, dann guck es mir gleich an. Dankeschön. Du, das Wort reproduzieren, auch nicht als Zitat oder in irgendeinem anderen Kontext gemeint. Bekommt wirklich starke Schmerzen. Also er stellt das jetzt ja so dar, als würde Domtendo bei diesem GTA einfach random durch die Gegend laufen und die ganze Zeit Leute als Endpunkt bezeichnen. Junge, Domtendo war doch selbst überrascht davon, dass er so genannt wurde und konnte das nicht nachvollziehen. Wie kann man denn so Was geht? Krass dagegen argumentieren. Der Qualitätscontent, das ist der absolute Qualitätscontent, ja, Mann. Der so genannt wurde und konnte das nicht nachvollziehen. Wie kann man denn so krass dagegen argumentieren? Anschließend habe ich ihn verteidigt und mich für ihn stark gemacht. Jeder im Stream weiß das, aber du, Duli, postest natürlich einen kontextlosen Clip ohne Hirn. Ja, gebe ich Domtendo komplett recht. Ob man ihn jetzt mag oder nicht, das ist jetzt erstmal zweitens. Aber wenn Kai das selbst im Video angesprochen hat, dass Domi nochmal gesagt hat, der Clip war kontextlos, der kann sich doch nicht mehr rausreden. Also spätestens, wenn er den Tweet gesehen hat, muss er doch gemerkt haben, so ey, Kontext also, okay, da muss ich mir mal noch vielleicht davor und danach die Szene reinziehen. So, aber ignoriert ihr das jetzt weiterhin einfach weg? Domtendo liegt hier in meiner Wahrnehmung ziemlich im Recht. Er wollte sich ja offensichtlich für die Schwarzen in diesem Kontext stark machen und deshalb hat er so reagiert. Und was macht Random Kai draus? Yo, du Ehrenloser, du nutzt das N-Wort. Du bist null aufgeklärt mit deiner Kinder-Community. Das ist gefährlich. Übrigens hat das Kai sogar eingesehen, dass sich Domtendo in diesem Kontext für die Schwarzen stark machen wollte. Was ich damit sagen will, den L-Take nehme ich mit Kusshand an der Stelle und ich glaube dir auch, dass jeder aus dem Stream das auch weiß und mit... Er hat es nicht mehr im Nachhinein hinzugefügt, er hat es in einem Rutsch aufgenommen. Und merkt also in dem Video selbst noch, okay, ein bisschen zurückrudern muss ich schon, aber hat sich trotzdem dazu entschieden, ja, erstmal ein 10-minütiges Ansagevideo machen, oder wie? ...bekommen hat, dass du Empowerment für Franklin gezeigt hast, aber das Streamtitel nicht sehr geeignet, warum? Wie ist der noch? Egal. ...das auch weiß und mitbekommen hat, dass du Empowerment für Franklin gezeigt hast, aber das wissen dann nicht die Leute, die das VOD nachgeschaut haben, jedenfalls meines Wissens nach. Was Hä? Gerade dann. Die Leute wissen es nicht, wenn sie dein scheiß Video gucken. So, hä? Das hat gar keinen Sinn. Ja, was? Wenn überhaupt das Leute nicht wissen, dann die du mit diesem kontextlosen Clip geframed hast. Ja, genau. Und weil ich mir das schon dachte, dass es wieder mal Leute wie dich gibt, habe ich es zusammen mit anderen Dingen halt rausgenommen. Aber ey, ich könnte es auch wieder herstellen. Nur so zu deiner Information. Wäre halt schade um die ganze Zeit, die ich in die anderen Cuts reingesteckt habe. Aber zur Not kann ich den ganzen Stream wieder original herstellen. Und dann kannst du dich selber davon überzeugen. Aber ich bin sicher, Leute in den Kommentaren. Das würde ich jetzt sogar eigentlich inzwischen machen, ganz ehrlich. So, der Clip existiert eh, so das Ding, das fast wurde schon mehr aufgemacht, als man gedacht hätte, wahrscheinlich. So, keine Ahnung, also ich würde sogar eigentlich wieder online stellen. So, dann zeigt es eigentlich noch viel mehr, dass er dahinter steht. So, also dann hinter dem, wie er sich verhalten hat, quasi in der Situation und doch nicht noch irgendwie im Nachhinein versucht es zu vertuschen, weißt du, wie ich meine? Werden nicht schon darauf hinweisen. Waren ja schließlich nicht. Ich liebe es, wie alle drei komplett verwirrt reagieren. Reactions auf Reactions, immer toll. Gerade so wenig. Eigentlich ist es eine Reaction auf eine Reaction auf eine Reaction, weil, ne, also ich meine, Alpha Kevin reagiert jetzt nicht spontan darauf, so, aber trotzdem werden ja Schnipsel eingeblendet. Na egal. Zuschauer, wie bei deinen Videos. Haberst du da? Also offensichtlich hätten das die Leute mitbekommen, wenn sie das ganze VOD geschaut hätten. Denn dort sieht man ja auch den kompletten Kontext. Und selbst wenn er jetzt einen gewissen Part dort rausgeschnitten hat, dann sieht man halt gar nichts mehr von dieser Szene und dann hast du praktisch das, was du wolltest, erreicht. Und auch in dem Kontext war halt Domtendo auch nicht diskriminierend gewesen. Also, warum macht ein Random Kai eine Thematik hierbei so unnötig groß, wenn er doch weiß, dass Domtendo sich für die Schwarzen hierbei stark gemacht hat? Also, welchen Sinn ergibt dann dieses Video und warum macht er noch ein zusätzlich zweites Video darüber? Ja, das würde ich... Pseudolinkes U-Boot. U-Boot? Was hat U-Boot zu bedeuten? Ja, das kenne ich noch gar nicht. Hab nicht mal mitgekriegt. Ich habe erst in der Reaction gerade gecheckt, dass es ein zweites Video gibt. Okay. Ich bitte dich. Aber Ander. Was will er denn hierbei wirklich bewirken? Es scheint mir tatsächlich hierbei mal so, als hätte dieser Random Kai den Namen Domtendo endlich mal dafür nutzen wollen, um mehr Klicks zu erzielen. Also, wie gesagt, ich verstehe sonst nicht seine Intention dahinter. Und du... Ist auch nicht das erste Mal übrigens. Also, wie am Anfang schon gesagt, er frontet es wirklich... Es gibt ein zweites Video seit... Warte. Sogar schon ein Tag online anscheinend, keine Ahnung. Dahinter. Und zu ist auch nicht das erste Mal übrigens. Also wie am Anfang schon gesagt, er frontet wirklich so gut wie jeden, wird deshalb auch von jedem geächtet. Und es gibt Geschichten, die liegen Jahre zurück. Es gab auch mal ein Video-Upload von ihm. Das war, glaube ich, ein Minecraft-Gameplay. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum, aber er hat mich da wirklich in einer Tour brutalst, heftigst beleidigt. Das war, weiß ich nicht, 2014, 2013, vielleicht auch 15, I don't know. Leider war ich da selber noch zu jung, sonst hätte ich dich schon längst in die private Insolvenz geklagt. Wie er jetzt einfach so nebenbei droppt, ne? Ich würde auch echt mal gerne wissen, was dabei rumkommt, dass er jetzt seinen Anwalt auf ihn losgeschickt hat. So. Hat er auf Twitter gesagt, Domi hat gesagt, okay, alles klar, Montag geht ein Anruf an den Anwalt raus oder das Schreiben an den Anwalt raus. Ich bin echt gespannt, ob da was bei rumkommt. So.
Ganz ehrlich, sonst lernt er es nicht so. Es können alle gegen ihn sein. Er kann immer im Unrecht sein und wird es nicht einsehen. Ja, vielleicht muss man echt so dann dagegen vorgehen, weil es ist halt echt Rufmord. So, Digga, das ist halt, auch wenn es nur ein paar tausend Leute sehen und noch weniger Leute werden das sehen und sich nicht den Kontext. Also, es sind ganz, ganz wenige Leute, die dadurch jetzt ein schlechtes Bild von Domi bekommen. Aber es ist egal, selbst wenn es nur eine Person ist, ist es zu viel so. Und weil es einfach nicht richtig ist. Und deswegen ist es Rufmord und da kann man durchaus gegen vorgehen. Ach, sich Random Kai ja offensichtlich auch noch selbst. Gerade wenn es so bösartig ist. Und das ist bösartig. Also, das ist nicht, dass er selbst es nicht gecheckt hat, sondern er macht das wirklich gerade, um bewusst, wie gesagt, Beef anzuzetteln oder für Aufmerksamkeit oder eben um Domtendo schlecht zu machen, irgendwas davon so, aber, oder am besten alles drei. Aber wie gesagt, das ist halt in dem Fall einfach Rufmord so. Da darf man durchaus gegen vorgehen. Selbst zum Ei. Selbst Leute. Aber ich hab dich im Auge, Bruder. In den Kommentaren des Streams haben sich gewundert, warum der Stream jetzt keine 5 Stunden 38 Minuten mehr lang ist, sondern 4 Stunden und 53 Minuten. Ja, wie gesagt, jeder Stream wird zugeschnitten. YouTube braucht halt mal ein paar Stunden, mal auch ein paar Tage dafür, aber absolut jeder wird zugeschnitten. Minuten, so als wäre es gekürzt worden. Kann es vielleicht sein, dass du am Ende des Tages... Hä, aber hat er es jetzt gekürzt oder nicht? Ich dachte, er hat es gekürzt. War ich gerade offline oder so? Nee, war ich nicht, ne? Weil mein Twitch hat gerade... mein Chat hat gerade neu geladen. Egal. Ich war anscheinend online. Oder? Ich denke schon. Sheesh. Und Corny, dankeschön nochmal für 50 Bits. Corny Nüggelheimer spendet 50 Bits. 1. Wird wahrscheinlich nichts geschehen. Denke, das Gericht wird das noch als Meinungsäußerung gelten. 2. Ich möchte nochmal anmerken, wie geil es ist, wenn Domi einfach stumpf frontet, dass es raushaut. Ich also liebe das so sehr nicht. Neben seinem cleanen Screams. Haha. Die cleanen Screams, Alter. Junge, das war schön. Das war wieder schön. Nein, aber es ist ja nicht stumpf. Es ist ja nicht stumpf, dass er einfach hier nur beleidigt und keine Ahnung. So, hey, du bist selber blöd. Nein, das ist ja, ne? So, wie gesagt, so ein paar Seiten, die finde ich immer in Ordnung, wenn es halt in dem Kontext okay ist. So. In dem Kontext, ne? Random Kai. So. Nee, deswegen, das ist ja keine stumpfe Beleidigung, die er hier raushaut. So. Aber es ist halt so trotzdem immer so Aussagen zwischendrin. So dieses, gerade was da auch eben von Alpha Kevin gedroppt wurde, als die Aufrufe von Vic und Random Kai verglichen wurden, das war auch wieder so. Es tut eigentlich nichts zur Sache, aber es ist halt lustig, weil er drauf eingegangen ist auf das Thema. Und da muss man es auch richtig stellen, so, ne? Ja, gut, dann ist es immer gut, dann noch so ein paar Seiten lieber rauszuhauen. Doch nicht mehr so hinter deinen Aussagen gestanden hast, denn ich und. Und deswegen meine ich ja, ne, wenn Domi es wirklich rausgeschnitten hat, dann wirkt es eher so, als ob er noch das im Nachhinein so bereut und so, oh, ich muss es raussteigen, so, weil ich habe das aus Versehen ausgesprochen, keine Ahnung. Aber habe ich jetzt noch nicht ganz gecheckt. Hat das jetzt gemacht oder war es einfach nur das Verarbeiten von YouTube? Einige andere Zuschauer auch finden das N-Wort-Abteil nicht mehr in deinem Stream, denn. Korrekt. Weil es Leute wie du bewusst aus dem Kontext ziehen werden. War mir damals schon klar. Ja, aber das ist halt das Problem, weil irgendjemand hat es auf jeden Fall abgespeichert so und den Kontext bestehen lassen, so das muss das Original online lassen, um quasi den Kontext wieder nachvollziehen zu können. Deswegen, ja, das ging eigentlich eher nach hinten los, würde ich sagen. Deswegen würde ich echt dazu raten, mach's eigentlich wieder online so. Das Thema ist jetzt eh groß genug geworden, so das wird jetzt nicht noch größer gemacht. Und jeder, der sich selbst überzeugen will, kann dann doch das Original nachschauen, so. Hätte ich es wirklich vertuschen wollen, hätte ich das VOD auch sofort auf privat schalten können. Nur so zur Information. Aber ich dachte mir so, ja, komm, also, so dumm kann man ja eigentlich nicht sein. Aber ja, hab mich geirrt. Offensichtlich bist du es. Jetzt mal im Ernst. Warum verteidigst du ihn und machst dich für ihn stark, wie du es sagst, wenn der Part mit der N-Bombe gar nicht mehr im Stream vorkommt? Weil Menschen wie du kontextlos diese Clips nehmen, um dann auf Twitter irgendeine Hate-Kacke zu fabrizieren. Also ich kann durchaus verstehen, warum Domtendo genau diesen Part raus... Wie gesagt, in erster Linie ja. In erster Linie das Ganze rauszuschneiden, check ich. Aber jetzt, wo es eh schon passiert ist, wo der Clip eh schon existiert, gut, der Zug ist abgefahren, kann man wieder öffentlich stellen. Ausgenommen hat, weil es eben Menschen... Was ist los, Calvin? Was ist los? Eine Hate-Kacke zu fabrizieren. Also, ich kann durchaus verstehen, warum Domtendo genau diesen Part rausgenommen hat, weil es eben Menschen wie Random Kai gibt, die einfach völlig sinnlos gegen diese Clips schießen und die falsch interpretieren. Das gleiche ist mir damals auch schon mal passiert. Da habe ich auch ein Wort in den Mund genommen, um das zu zitieren von einem anderen YouTuber. Und es wurde am Ende so dargestellt, als hätte ich einfach irgendeine Gruppe diskriminiert, obwohl dem gar nicht so war. Der Kontext wurde damals ebenso einfach ausgelassen und ich wurde so dargestellt, als würde ich einfach Leute diskriminieren. Also, aufgrund von Leuten wie einem Random Kai nehmen halt... Ja, okay, jetzt, Calvin, du hast es gerade gesagt, er hat den Stream gekürzt wegen unnötigen Stellen für die VOD. Nee, in dem Fall jetzt nicht. Also, an sich vielleicht schon, aber er hat jetzt nicht, also 40 Minuten, Bro, das ist ja eine Menge Gameplay und sowas, was dann ja auch, als wenn das fehlt und man sich das im Nachhinein anschaut, dann fehlt ja Kontext. Also, nicht für diese Aussage, sondern Kontext aus dem Gameplay. Sondern man kann sich das ja nicht mehr genau anschauen, wenn du weißt, okay, zwischendrin fehlen 20, 30 Minuten. Er kürzt jeden Stream, aber doch nicht so. Also, halt kürzen im Sinne von, ich schneide das Outro raus und ich schneide das Intro raus, dass wir direkt nur noch das Gameplay drin haben. Das kann ich mir vorstellen. Aber er hat ja auch gerade selbst gesagt, das hat er gemacht, quasi um auch diese Aussage rauszuschneiden.
Aber die würde ich jetzt halt einfach, wie gesagt, wieder online stellen. Aber es ist auch scheißegal, es tut doch nicht zur Sache eigentlich. YouTuber wie Domtento liefert den Part raus, weil man ja offensichtlich sehen kann, was daraus gemacht wird. Aber dann rotier doch nicht auf Twitter in einer Rechtfertigungsspirale, meine Güte. Von wegen, wann du das N-Wort benutzen darfst, als weißer... Domi schneidet sehr viel von seinen Streams. Er hat doch schon innerhalb des Gameplays öfter geschnitten. Okay, krass, aber wieso? Also, das verstehe ich nicht ganz ehrlich gesagt. Na gut, aber dann von mir ist auch nicht. Von mir ist auch nicht. Aber weil er gerade selbst noch das Argument genutzt hat, dass er das Ganze zugeschnitten hat, eben wegen dieser Aussage. Aber vielleicht war das ja nicht der einzige Grund oder I don't know, ne? Cis-Heteroman, denn seine Antwort in den Druckos sagt, der Kontext ist wichtig, um das Wort sagen zu dürfen. Ja, es ist meine Meinung. Also, in einem verteidigenden Kontext sehe ich da kein Problem. Ja, in einem Verteidigen oder einem Zitierenden, Rezitierenden oder halt beides zusammen in dem Fall. Ja. Genauso wie bei dem anderen N-Wort oder anderen Dingen, die problematisch sind. Weil was soll denn eine Verbannung eigentlich zum Zwecke haben? Dass man dann nach einigen Jahrhunderten als Weißer sagen kann, oh, ist nie passiert. Junge, Aufklärung. Wir dürfen auch unsere deutsche Vergangenheit niemals einfach ignorieren, einfach vergessen. Das ist wichtig und richtig, dass es in den Schulen beigebracht wird, damit so eine Kacke nicht mehr passiert. Jetzt wird mir alles klar. Du willst mir also sagen, dass es absolut legitim und okay ist, die N-Bomb zu droppen, wenn du das Wort zitierst? Wenn ich den Gedanken jetzt also mal zu Ende führen darf, so ein bisschen. Der Kontext, das Wort als Zitat zu benutzen, steht über dem Grundkontext des Wortes von über 400 Jahren Versklavung. Junge, also... Kurze Frage, warum hast du es dann selber gesagt? Man spricht es... Digga, dass er das doch reinschneidet. Oh, okay, das ist der beste Beitrag. Das ist der beste Beitrag von Domi zu dem ganzen Video. Ich dachte, er reactet einfach nur drauf. Nee. Warte, ey, das wird jetzt gut, das wird jetzt gut. Spendet 50 Bits. Dankeschön für nochmal 50 Bits, Bro. Also so, das ist quasi wie ein Video-Event nach Event kommt und er nicht 15 Minuten bei einer Passage hängt oder wo nichts passiert. Deshalb schneidet er auch viel innerhalb. So, sorry fürs Aufhalten nochmal. Kleiner als 3. Alles gut. Ey, danke für deinen Beitrag, ey. Du hältst nicht auf. Du trägst nur was dazu bei, was ich nicht ganz verstanden habe. So. Und nee, also wenn er regelmäßig viel darin schneidet, dann krass, dass er sich die Mühe macht, ehrlich gesagt, so. Und halt so nervige Passagen rausschneidet und sowas. Und dann passt es auch wieder deutlich mehr dazu. Okay, ja, keine Ahnung. Scharf zurückgeschossen. Ja, jetzt ist geil. Ich kannte den Clip schon, aber es ist trotzdem super gut, dass er das nochmal auf eine größere Bühne zerrt. Das ist noch lustiger. Versklavung. Junge, also... Kurze Frage, warum hast du es dann selber gesagt? Man spricht es Nick aus. Ja, ich weiß. Du hast nur was aus dem Chat vorgelesen. Ja, er hat es nur aus dem Chat vorgelesen. Ich sag da nicht mal, wegen so einer Aktion, kein klar denkender Mensch würde da sagen, oh mein Gott, random, keine Rassist, so. Er hat ja selbst gecheckt, dass er auf so ein Bait reingefallen ist, ne? Von wegen so, oh, Fixie Hartmann, danke für deinen Sub, so. Check dir, wie ich meine, ne? So diese Jokes halt. Leute, kennt ihr Christophs Maul, du Hurensohn, so die Art halt. So, dass man auf so einen Fake-Namen quasi reingefallen ist. Ich check das schon. Deswegen, niemand würde ihm dann Strick draus drehen. Aber, aber wenn er schon so macht, dann kann man das auch mal rausholen. Dann ist es halt lustig, so. Dann ist es halt lustig und irgendwo auch true. Er hat die ohne Reverse-Card gespielt, genau das halt, ja. Isat unterstrich ist, sagt, diesem Kai sollte man keine Aufmerksamkeit geben bei seiner Reichweite. Ist das nicht mal Rufmord, schneile lol. Ja, ich habe auch letztens schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, weil es da auch wieder von Kai irgendwas gab. Gegen wen war das eigentlich schon wieder? Ja, das war mit Ballandor, glaube ich. Da habe ich das auch mit Ballandor mitgekriegt, dass der gerade so viele Videos gegen ihn macht, so. Da habe ich ein bisschen davon mitgekriegt. Habe damals auch noch gesagt, so, ey, man darf dem keine Aufmerksamkeit geben und das ist Schwachsinn, alles so. Aber jetzt gerade ist das Thema so groß, ich will jetzt irgendwie was zu sagen. Und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich mache es auch nicht mehr größer. So, vielleicht minimal so. Natürlich stoßen durch meine Reaction wahrscheinlich oder auch durch den Stream jetzt vielleicht ein paar Leute drauf, die davor nichts davon mitgekriegt haben. Aber ich denke, jetzt ist so, wenn Domi es schon selbst so in die Öffentlichkeit zieht und auf seinem Hauptkanal quasi dazu was sagt, dann, ne, dann macht meine Reaction jetzt den Braten auch nicht mehr fett. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, ich weiß. Du hast nur was aus dem Chat vorgelesen. Aber ich dachte, nach deiner Meinung darf man es auf gar keinen Fall unter irgendwelchen Umständen sagen. Junge, also er hat es wirklich null verstanden. Also Domtento zeigt ja mit seinem Verhalten auf, dass man dieses Wort nicht einfach... Gib ihm, Junge, gib ihm! ...was nutzen sollte. Dann macht er sich ja auch noch stark für die schwarze Community und Random Kai spinnt diese Geschichte draus. Selbstverständlich kommt es offensichtlich auf den Kontext hierbei an. Wenn man Menschen sensibilisiert oder gegebenenfalls auch aufklärt, dann ist das in einer gewissen Form auch legitim. By the way, müssen wir hier hoffentlich nicht unbedingt darüber reden, dass man das N-Wort nicht selbstverständlicherweise sagen sollte. Das steht uns einfach nicht zu und das ist auch richtig so. Im Sinne der Sensibilisierung... Ja, das sollte klar sein. Das sollte klar sein und das sollte
eigentlich so umstritten sein. Ja. Und da sind sie auch eigentlich, weiß ich nicht, die allergrößte Mehrheit ist sich da auch einig. Ja, eigentlich. Ist es allerdings, finde ich, gar nicht so problematisch. Und es ist auch nicht so komplett daneben, wie es hierbei dargestellt wird. Natürlich. Ja, es ist auch meine Meinung. Also klar, kann man auch anders sehen, habe ich jetzt kein Problem damit. Das sehen auch Farbige übrigens untereinander verschieden. Es gibt Leute wie die, die er irgendwo in dem Video auch mal aufzeigt, die halt sagen, yo, man sollte das gar nicht sagen. Aber es gibt auch nicht wenige, die sagen, yo, Leute, chillt mal. Dadurch macht ihr es doch nur schlimmer. Das ist aber auch mal so die Sache, weil dann immer das Argument gebracht wird, bei solchen Themen zum Beispiel. Weil auch manchmal gibt es auch so die Frage, also das finde ich aber eigentlich schwachsinnig, ob, angenommen, ihr seid weiß und seid mit einem schwarzen Kumpel befreundet so, ihr seid gut befreundet, und dann kommt die Frage auf so, ey, darf ich dich eigentlich das N-Wort nennen, so in einem freundschaftlichen Kontext, obwohl ich nicht selbst schwarz bin. Sowas gibt es anscheinend, dass manche das irgendwie wollen, keine Ahnung, warum man das wollen würde so. Aber angenommen, ihr seid in der schwarzen Freundesgruppe und seid die einzige weiße Person und die nennen sich untereinander die ganze Zeit dieses Wort so als Bro quasi, das ist so deren Bro im Prinzip. Und dann fühlt ihr euch irgendwie, keine Ahnung, ausgeschlossen davon und wollte es halt auch quasi so machen. Und dann kommt auch die Frage vielleicht auf, dürfen Weiße das in dem freundschaftlichen Kontext sagen zu der Person, die sie, mit der sie befreundet sind und sowas? Und das finde ich allerdings an sich schon schwach. Ja, genau, den N-Word-Pass, genau diesen Pass quasi, dass du sagen darfst, so als weiße Person. Auch das Thema finde ich schon schwachsinnig. Und auch da kann man nicht auf die Meinung von einer schwarzen Person hören. Das ist halt auch Schwachsinn. So kannst du dann nicht einfach eine Person fragen, so, ey, darf ich das sagen? Weil du bist ja repräsentativ für alle, alle mit deiner Hautfarbe so. Quasi, du sprichst ja für alle Schwarzen. Auch Schwarze untereinander können unterschiedliche Meinungen zu dem Thema haben, so. Und deswegen, ich würde es einfach ganz lassen, so. Lass es doch einfach ganz sein. Das ist doch auch scheißegal, so. Man sollte das Wort. Und wenn eine Freundesgruppe unter sich von mir aus fein damit ist, dann macht das von mir aus in der Freundesgruppe, aber lass das unter euch und frag nicht in der ganzen Welt drüber, ob das auch für dich okay ist und für dich okay ist. Ich meine es ja nicht böse und sowas. Nein, das ist. Lass doch einfach. Oh Gott, der N-Word Pass, ja, ja. Sagen dürfen, wenn. Aber es ist ein lustiges Meme. Aber auch da wieder. Ja. Es ist halt ein lustiges Meme, aber vielleicht sollte es eigentlich gar kein Meme sein. So. Sagen, yo Leute, chillt mal. Dadurch macht ihr es doch nur schlimmer. Man sollte das Wort sagen dürfen, wenn es im richtigen Kontext geschieht. Rap-Musician Eric Wright, better known as Eazy-E, doesn't understand all the fuss about the six-letter word. I mean, it's a part of my everyday language, you know. I formed a group, NWA, Niggas with Attitudes. All depends on how you say it. Me going, what's up, nigga, is something totally different. When they go, somebody looking at you and go, nigga, then you're gonna take it different. It can mean anything, really. Say it is black and brown is brown. Now, if a white person walks up to Eazy-E and says, hey, nigger. Depends on how you said it. Like, you say, what's up, nigger? Then that's cool. But if you just say, Er zum Beispiel findet das cool. Eazy-E findet das cool, wenn eine weiße Person zu ihm kommt und ihn sagt so, ey, N-Wort, mein Bro, so, ne? Von wegen so, ey, keine Ahnung, so als Fan im Prinzip. So, dann findet er es cool anscheinend. Aber das heißt nicht, dass ihr auf jede schwarze Person damit zukommen könnt und mit dem Ton quasi auf die zukommen könnt. Und dass sie es dann cool auffassen werden. Manche werden euch trotzdem die Zähne aus dem Gebiss schlagen und auch irgendwie zurecht. So, das macht man einfach nicht. Und deswegen, das ist fast eher verwirrend dann noch, wenn manches tolerieren und auch sagen so, ey, klar, alles cool, so. Weil dann wird, glaube ich, fälschlicherweise angenommen, okay, dann ist das ja grundsätzlich okay. Aber es müssen nicht alle Menschen die gleiche Meinung haben, so. Auch nicht, wenn sie die gleiche Hautfarbe haben, tatsächlich, so. Das ist eigentlich ganz einfach. Then I'm gonna take it different. I might be over there, you be pulling me off of it, you know? Aber geil, dass er den Clip da einblendet. Ich weiß gar nicht, woher er das hat oder warum er das kennt. Ich kenne das auch nicht, ehrlich gesagt, aber passt ganz gut dazu. Beispiele für beide Seiten. Und wenn überhaupt, dann sollten das People of Color ausdiskutieren. Aber sicherlich nicht du, ich oder irgendjemand anderes, der weiß es. Natürlich können wir als zwei weiße Personen darüber streiten, ob es okay ist oder nicht, das Wort als Zitat zu benutzen, aber frag das doch mal die Allgemeinheit der POC da draußen. Weil ich kann mir vorstellen, dass unter den 2000 Viewern auch People of Color dabei waren. Und ich denke, unabhängig von dem Kontext jetzt, den du für dich als weiße Person auslegst, dass sich einige darunter trotzdem beleidigt gefühlt haben könnten. Ja, klar. Bro, du kannst es aber nie allen recht machen. Und ich bin mir auch sicher, dass mindestens mal 90% auch der People of Color, die das gesehen haben, sich eher noch gefreut haben, dass er so gesagt hat, so, ey, hat er mich gerade so beleidigt? Ich überfahre den Hund jetzt. So. Aber Random Kai sieht das wohl anders. Der glaubt, das ist wohl nicht so. Genau das. Geil, hat sogar Kommentare dazu gesehen. Blablabla. Hey Domi, ich habe afrikanische Wurzeln und habe den Skandal mitbekommen. Lass dich von solchen losten Menschen nicht unterkriegen. Ich liebe deine Videos und deine Art. So. Ganz einfach. Und ich bin mir sicher, so oder so ähnlich haben die allermeisten reagiert. Wenn nicht sogar alle. So. Außer Kai. What the hell? Reaction of Reaction of Reaction of Reaction? Nein, nicht ganz. Ich reagiere nur auf Domis Video. Und Domi hat auf
Alpha Kevin reagiert. Aber Alpha Kevin hat eher so ein News-Video gemacht. Der hat nicht reagiert, wirklich. Ganz ehrlich. Jeder, der in dem Stream war, hat ja die Reaktion danach von mir mitbekommen und, glaube ich, besitzt so viel Grips. Ich dachte mal, Random Kai ist ein ganz normaler Nintendo-YouTuber, habe ich in den letzten Jahren so viel verpasst. Der hatte damals seine Clickbait-Phase, glaube ich, also normaler Nintendo-Content-Clickbait-Phase, und seit einem Jahr oder sowas ist er auf dieser extremen Woke-Schiene und muss irgendwie gegen alle hetzen, die, das ist wirklich Hetze, Digga, muss irgendwie gegen alle hetzen, die nicht seiner Meinung sind oder irgendwas gesagt haben, was auch vielleicht nur 1% verwerflich ist, so. Ich wundere, dass ich noch nicht auf seiner Todesliste bin oder war, keine Ahnung. Dass ich auf deren Seite stehe. Bin übrigens Ende des Monats in Tansania, freue mich schon sehr auf die Menschen und die Tiere dort. Kann ich dir ja auch mal fragen, was die zu deiner Meinung so sagen. Ja, du hast bisher von keinem gehört, dass ihn das gestört hat, aber es werden sicherlich einige POCs davon richtig angegriffen. Einfach mal unterstellen. Was laberst du eigentlich? Wenn sich eine schwarze Person dorthin stellt, Kritik übt und sich angegriffen fühlt. Selbst David, das steht bei ihm auf der schwarzen Liste, habe ich gesehen, ja. Selbst gegen David hat er. Das ist auch so geil gewesen. Das war, weil, wegen was war's? Ich kann das ja nicht nochmal aufmachen, wegen dem YouTube-Titel. So, wegen dem YouTube-Titel, ist scheißegal. Dann ist alles fein. Aber Random Kai hat selbst keine Erfahrung mit dem Wort und der Diskriminierung dahinter. Und dennoch posaunt er raus, wie sich ja die schwarzen Menschen hier fühlen müssen. Es ist halt wirklich nicht normal. Und in einem zweiten Nachtrag-Video rechtfertigt er sich noch darüber, weshalb er so harte Worte gewählt hat. Grund dafür ist die derzeitige politische Stimmung. Oh, was bei David? Das war nur ganz, ganz klein. David ist noch nicht drauf eingegangen, zu Recht auch. Das war darum, weil David hatte ein Video. Ach, ich kann's. Komm, jetzt hab das eh schon angesprochen, scheiß drauf. Mario Wonder Speedruns sind jetzt schon geisteskrank. Fällt euch hier was auf, Guys? Ernsthafte Quizrunde, jetzt fällt euch da was auf. Und ich denke mir das nicht aus. So, das ist wirklich der Kontext gewesen. Es ging um dieses Video. Ihr müsst das Video nicht gesehen haben, okay? Ne? Fällt nichts auf, ne? Der Gumba ist braun. Oh, nein. Nein. Es geht nicht darum, dass David vor Schwarzen wegrennt. Darum geht es nicht. David, der Rassist. Einem normalen Menschen fällt nichts auf. Ja, genau. Wir sind einfach nicht aufmerksam genug. Wir sind nicht aufgeklärt. Kelvin, du bist nicht aufgeklärt genug. Vielleicht der Schwanz bei Mario? Nein, es geht nicht um das Video. Es geht um das hier, um das Speedrun-Video, ja? Das Wort geisteskrank. Ja, du hast es rausgefunden. Das ist das Wort geisteskrank. Kein Scheiß. Es geht darum, dass geisteskrank ein, wie sagt man überhaupt? Abwertender Begriff? Keine Ahnung. Jedenfalls geisteskrank. Er macht sich über geisteskrank sein, also über geistig behindert sein, über mentale Krankheiten im Prinzip lustig. Was heißt lustig? Er zieht das ins Lächerliche und for real? Ja, for real. Das genau. Nein, das geht wirklich darum. Es geht wirklich darum. Aber es war nicht viel. Er hat dazu, glaube ich, nur eine Insta-Story gemacht oder sowas. Boah, bin ich schlau. Das ist echt schon geisteskrank weit hergeholt, wirklich. Und der Rechtsdruck in Deutschland. Und deshalb musste er einfach klare Worte finden, um das Problem anzusprechen. Außerdem ist er durch seine eigene Politisierung. Nein, dann dürfte man auch nicht mehr das Wort Idiot verwenden. Jasmin, irgendwann darfst du einfach, also wirklich, wenn es nach solchen Leuten geht, darfst du einfach wirklich gar nichts mehr sagen. Du brauchst wirklich eine Wörterliste neben dir. Und ich sag nicht, dass das so Linke sind, so, das ist, weil das, glaube ich, manchmal so aufgefasst wird, dass ich irgendwie gegen Links hetze oder sowas. Nein, das ist einfach gesunder Menschenverstand, finde ich, dass du kein fucking Wörterbuch neben dir hast und bei jedem Satz überlegst, oh, darf ich das Wort noch sagen so? Darf ich Idiot sagen? Digga, was ist denn, also, jede Beleidigung ist doch, also natürlich gibt's mehr oder weniger, aber wenn du irgendwann nicht mehr Idiot sagen darfst oder als übertreiben, boah, das ist ja geisteskrank so. Wo kommen wir denn da hin? Digga, gegen Hübi auch? Das habe ich nicht mitgekriegt. Deutlich mehr sensibilisiert wurden. Und wieso ich in so einer Situation wie. Wie gesagt, ich finde zum Beispiel dieses Behindert ist nochmal ein anderes Thema so. Da kann man wirklich drauf achten, das zu lassen. Oder auch wie schwul zum Beispiel. Von wegen, ist ja schwul von dir so. Also, so im Sinne von, das ist ja scheiße, ne? Das ist halt. Das sehe ich als was ganz anderes. Aber bei solchen Begriffen, wo man erstmal überhaupt gar nicht drüber nachdenkt. So, das finde ich einfach absurd. Das ist wirklich nur noch absurd. Wie dieser hier so kritisch bin. Denn eins vorweg, dadurch bedingt, dass ich in Themen wie diesen seit Anfang diesen Jahres moralisch sowie politisch hochsensibilisiert bin, halt seit dem Anbeginn meiner Politisierung Anfang 23, so, das war so der Moment, wo ich mehr und mehr mit... Ja, die Politisierung. Politisierung? Wie hat er gesagt? Sorry. Seit dem Anbeginn meiner Politisierung Anfang... Politisierung, ja genau. Ja. Wenn man so nennen will. 23, so, das war so der Moment, wo ich mehr und mehr mit Politik, mit faktenbasierter Politik mich auseinandergesetzt habe. Das ist ja. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn man sonst ist da, glaube ich, auch in eine Extreme abgedriftet. Aber okay.
wirklich toll, aber in deinem letzten Video kamen halt kaum Fakten, sondern einfach nur draufgehauen auf einen kontextlosen Clip. Also, Politisierung hin oder her. Wenn man sich diesen Skandal mal angeschaut hat oder das, was Random Kai hier draus machen wollte, dann wirkte das so, als hätte er einfach nur Klicks gerochen, weil Dom Tento irgendwie das N-Wort mal gesagt hat. Wenn man sich auch mal die Kommentare oder Bewertungen anschaut, dann merkt man auch, dass die meisten das verstehen, dass hier der King-Tweet von diesem Weg, glaube dem folge ich mal, Kontext eine wichtige Rolle spielt und das demnach auch... Das ist ja peinlich. Das andere ist mir zu lang, das lese ich nicht durch. Diesmal nur die kurzen Kommentare durch. Ich bin ein schlechter Kommentarleser. Nein, Spaß, bei mir lese ich alle Kommentare. Fast alle. Aber nicht so problematisch ist, wie das Random Kai dargestellt hat. Das ist so, wie gesagt, man kann natürlich auch in Kommentaren ausführlich darauf eingehen, so, aber Vic hat auch reingetrollt. Digga, du kannst da fast nur mit Troll reagieren. Und Vic ist ja auch nicht unpolitisch, so, ne? Also es ist ja nicht, dass das Vic sowas überhaupt nicht ernst nimmt und sowas immer, haha, ich trolle einfach nur rum, überhaupt nicht, so. Aber in dem Fall kannst du das nicht, also wirklich. Da willst du einfach nur mit dem Brett gegen den Kopf schlagen, ganz fest. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ich finde die Verhaltensweise von einem Random Kai hierbei wirklich extrem billig. Wie Notebooks billiger, also check die Seite jetzt in der Beschreibung ab, um noch richtig günstige Angebote zu bekommen, die by the way noch vor der Weihnachtszeit bei euch ankommen. Und damit hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, immer up-to-date in der YouTube-Szene sein wollt, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ja, gutes Video. Danke für die Aufarbeitung, die objektive und neutrale. Das hat Kai ja nicht geschafft. Abschließend kann ich nur sagen, ich würde jederzeit wieder jemanden verteidigen, der aufgrund seiner Hautfarbe, Sexualität oder whatever beleidigt wird. Ob man das Wort jetzt aussprechen muss, ja, sei mal dahingestellt. Es wird Leute geben, die sagen, ja, ist okay. Andere sagen, nee, lass mal. Meine Meinung ist, wie gesagt, in einem verteidigenden Kontext sehe ich kein Problem. Es geht da ja irgendwo auch dann um Aufklärung, um klar aufzuzeigen, dass das nicht klar geht. Und ja, rausgeschnitten wurde es zusammen mit anderen Dingen, genau wegen Leute wie dir, Kai. Aber dass du Probleme erzeugen möchtest, wo keine sind, das weiß man ja mittlerweile. Es gibt da auch eine... Ja. Ah, jetzt spricht ja die Videoreihe von Balando an wahrscheinlich, ne? Schöne Videoreihe auf dem Kanal Balandor Silber. Zieht euch das rein. Das ist Balandors Zweitkanal. Sprich mal, ich sag immer Balandor. Balandor ist der Dings, ist der Fußballpreis, ne? So ein, ist das ein Preis irgendwie? Ich glaube, ne? Irgendwas hat Balandor mit Fußball zu tun. Digga, ich und Fußball. Jedenfalls auf seinem Zweitkanal. Ihr kennt den Bre, ja? Er ist tatsächlich so ein bisschen auf Mimi unterwegs und nimmt diese. Ja, genau, das ist es eigentlich. Ist ein bisschen auf Mimi unterwegs, nur vielleicht weniger Humor, sondern noch deutlich ernster und, ne, also wirklich noch, also wobei Mimi hat auch, finde ich, sehr viel mit Fakten gearbeitet und sehr viel mit Beweisen und sowas, aber das ist ein bisschen ernster vorgetragen und alles, ne. Packe ich euch alles gleich die ganzen Links rein, ja. Person komplett hops, arbeitet sämtliche Fälle aus der Vergangenheit, die es in all den Jahren gab, objektiv auf und zeigt dir, mein Lieber, wo deine Probleme liegen. Und ich wünsche dir wirklich, dass du irgendwann an den Punkt kommst, dich selbst reflektierst und in Frage stellst, weil du brauchst wirklich langsam Hilfe. Ich kann es nicht anders sagen. Ich beobachte das jetzt schon seit einem Jahrzehnt, was du treibst, was du von dir gibst. Und das kann ja auch nicht gesund sein, wenn man die ganze Zeit zu Recht tot gehatet wird. Bruder, steh doch weiterhin für gute Dinge ein, das ist okay, aber arbeite an deiner Art und Weise und krieg deine Probleme in den Griff. Denn was durch Aktionen wie deine passiert, ist das wahre Rassismus und Leute, die wirklich darunter leiden. Genau das, was ich eben vorhin gesagt habe, ne? Dass man es überhaupt nicht mehr ernst nimmt dadurch oder dass die Aufmerksamkeit auf so Unwichtigkeiten gelenkt wird. Komplett ins Lächerliche gezogen werden. Erst recht, wenn man noch auf Leute geht, die eigentlich auf ihrer Seite stehen. Und damit bin ich raus. Kuss, sehr, sehr gut. Doch, sehr, sehr strong, kann man nichts sagen. Yes, ich glaube, wir haben uns mehrfach wiederholt. Ich habe teilweise Domi was vorweggenommen. Dann hat er was gesagt, was ich dann auch noch sagen wollte. Also, ja, das ist, ja, Fazit, Kai hat recht, klar, ne? Also, kriegt ein Like. Und Alpha Kevin kriegt natürlich auch. Boah, Leute, also, was dies? Ne Like. Damn. Boah. Ja, okay, Alpha Kevin hat eine riesige Reichweite. Sheesh. Krass, Alter, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt nach so kurzer Frau Zeit. Das spendet 50 schön, Bit. Jetzt geh auf sein Nachtrag-Video und geh in die Kommentare, Ome. Meinetwegen, okay. So, der Nachtrag zu hier. Gummo. Gut. Oh
geben. Das ist alles, was du gibst. Das ist das Punkt. Ja, Schraube, hier schön Eigenwerbung gemacht, ne? Alles klar, Digga. Alles klar, da ist Bescheid. Also strong. Sehr wohl, sowohl von Alpha Kevin als auch von Domi natürlich. Und ja, doch, am Ende ist gut, glaube ich, dass sie das so groß gemacht haben und nicht, dass gerade das Domi nicht versucht hat, das so unter den Teppich zu kehren und das nochmal anspricht. Weil es eigentlich auch am Ende jetzt eine wichtige Message war, auf jeden Fall. Und nicht nur eine Rechtfertigung, ne? Das ist ja auch nochmal wichtig. Durch das Übertreiben werden die Leute dann allergisch. So, man darf ja nichts mehr sagen. Ja, genau, und das ist halt Schwachsinn, eigentlich. Ja, Jasmin, das ist generell so halt der Punkt, durch solche Debatten oder durch solche Idioten, die halt immer nur am lautesten sind, weil natürlich sind die Extremsten am lautesten, dass halt Leute in beide Extreme abrutschen. Also entweder Leute, die sowas befürworten, was Kai davon sich gibt, auch wenn es die allerwenigsten sind, oder halt Leute, die dann ins absolut Gegenteil abdriften, die halt das Gefühl bekommen, heutzutage denken ja alle wie Random Kai, man darf ja gar nichts mehr sagen, deswegen jetzt erst recht auf die Kacke hauen, jetzt erst recht böse sein und, keine Ahnung, so Protest-AfD-Wähler werden. Versteht ihr, wie ich meine? So, dass man aus Frust heraus einfach oder als Widerstand quasi ins andere Extrem abrutscht. Das ist beides genau gleich scheiße. Und, nee. Es ist halt ätzend, dass durch das Internet gerade noch mal mehr sowas halt viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also wie gesagt, Schock und so extreme Dinger immer. Aber das hier, ja, durchs Internet noch mal mehr und gerade in den letzten Jahren ist das irgendwie so eine Sache. Nein, ich darf es jetzt nicht sagen. Es ist beängstigend einfach, ja. Heili bedenklich, wie heißt es? Scheiße, ich dachte, egal, komm, Alter. Wir machen die Kiste jetzt zu, passt. So, extrem sein ist scheiße, Punkt, Ende.